Das ist ziemlich fucking laut. Hört ihr mich? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Grubbt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Horrorspiel. Ich weiß, ich muss viel aufholen. Ich muss sehr viel aufholen. Ich war eine Zeit lang nicht da. What the fuck? Das scheiß Geräusch im Hintergrund gerade war sehr unangenehm. Okay, wir spielen VHS. Video Horror. Video.horror.story.com. Keine Ahnung. Ist gruselig. Ist ein Horrorspiel. Und das bedeutet, ich werde es spielen. Deswegen drücken wir auf Play. Fuck. Ich weiß nur, dass es ziemlich gruselig sein soll. Als okay, ich kann es mit dem Controller spielen? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich ein Horrorspiel mit dem Controller spielen und mich selbst damit sowas von den Arsch Slenderman nennen? Okay. Move, look around, dachte ich mir. Holy shit. Okay, ich habe nur mitbekommen, dass das Spiel anscheinend vor einer Zeit, vor ein, zwei Monaten alle gespielt haben. Ich nicht. Wie, was ist mit der Steuerung? Was ist da gerade passiert? Die Steuerung ist sehr komisch. Die Steuerung ist sehr komisch. Und ich habe es halt nie gespielt und jetzt hole ich es nach. Und werde vielleicht, ich kann mich nicht bewegen, manchmal. Die Steuerung ist so komisch, dass es viel gruseliger wird dadurch. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Was geht hier ab? Der Boden unter mir bewegt sich manchmal weg und ich hänge dann fest. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber die Umgebung sieht so seltsam aus. Hallo? Was tue ich? Ah! Ich kann irgendwie den Fokus verändern? What the fuck? Hide objects? Okay, ich kann anscheinend irgendwie den Fokus verändern von meiner Kamera. Und das macht alles sehr viel gruseliger. What? Gegenstände, Objekten und andere Sachen aufdecken. Oh. Okay. Ich kann unterschiedliche Sachen aufdecken, indem ich das Ding unterschiedlich einstelle. Oh Gott, ich schätze, ich muss das machen, um überhaupt durchzukommen, oder? Oh, fuck my life. Okay. Hallo? Okay, das war eben noch nicht da. Das war eben absolut nicht da. Ich habe einfach einen Zaubertrick gemacht und dann war es hier, wo es eben nicht war, weil, versteht ihr schon. So wie Magie. Wie ein Zaubertrick. Wie ein 3, 2, 1, Avada Kedavra, badabum, badabing, Computer, gehe weg. Hat geklappt. Aber ich kann nicht durchlaufen. Ah, deswegen konnte ich mich eben auch nicht bewegen. Ich sehe die Sachen zwar nicht, aber die sind trotzdem da. Oder? Ja. Okay. Frage ist nur, wie komme ich hier durch? Ist ja irgendwo ein Weg durch. Kann ich mich hinknien? Nein. Kann ich springen? Nein. Ich komme mir nicht vor. Doch, ich kann drum herumlaufen, ich voll Idiot. War das alles eben schon da? Weil ich kann hier definitiv. Ich kann hier sowas von fucking durchlaufen. Ich bin dumm. Warum habe ich das eben nicht getan? Ich habe keine Ahnung. Aber mir gefällt dieses Spiel sehr. Das ist eine sehr coole Idee, muss ich sagen. Das geht nicht auf, anscheinend. Ich höre Schritte. Don't like. Me no like. Me no like. Lykos, Lykos. Google. Altes Google mit dem Hund. Das wisst ihr. Das ist alt. Altes Hundelogo. Zum Verstecken und shit. Okay, verfolgt mich irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wach. Oh mein Gott. Die Atmosphäre ist gut. Ich weiß nicht, ob ich gerade vor irgendwas weglaufe, aber ich bewege mich weg von Geräuschen hinter mir. Das erschien mir wie die logische Lösung meiner Probleme. So aller Probleme. Auch wenn ich Hunger habe, mache ich das. Wenn ich irgendwas höre. Ja, warte, warte, holy shit! What just happened? Okay, mich verfolgt irgendwas. Oh mein Gott, ich sehe das Ding, wenn ich es bestimmt eingeschaltet habe, oder? Oh, leck mich am Arsch, Mann. Ich sehe das nur, wenn ich es richtig einstelle. Weil das ist fucking gruselig. Ich stelle das lieber so. Oh mein Gott! Fuck, wie soll ich denn... Bewegt sich das Ding?
So vielleicht. Wenn ich... Vielleicht sehe ich dann... In den komischen Scheiß-Dingern hier... Oh, okay, ist was im Weg. Hier vielleicht? Nein, da geht's nicht lang. Okay, ich will gucken, ob sich das hier bewegt. Ist er hier, oder? Ist nicht hier. Oh! I don't get it! Okay, vielleicht drückt mich das Spiel in die richtige Richtung. Ich soll einfach hier lang laufen. Vielleicht bin ich einfach dumm. Ich gehe schon stark davon aus, ich bin dumm. Und soll hier irgendwie durch, was nicht geht, oder? Okay, hier ist was im Weg. Drum herum laufen. Ah! Mann! Ich bin zu dumm für das Spiel. Ich bin offensichtlich viel zu dumm für das Spiel. Aber gut, damit komme ich klar. Ich erschrecke mich halt 15.000 Mal zu Tode. Okay, hier ist was im Weg. Sehe ich das Vieh jetzt? Ja. Tue ich. Oh mein Gott, 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 mein Gott. No, no, no! Okay! Okay, aber ich hab's so ein bisschen verstanden. Jetzt ist nur die Frage, wie ich an dem Vieh vorbeikomme. Okay. Ich würde gerne warten, bis ich sehe. Lauf bitte an mir vorbei. Es kommt gerade. Sehe ich's nicht. Welche Frequenz brauche ich denn für das Vieh? Rot? Ja, das war nicht rot. Die hier? Ich weiß nicht mehr, welche ich eben drauf hat. Rot. Hier, hier, hier. Jetzt sehe ich's. Ich sehe es nur, wenn es unscharf ist, oder? Jetzt vorbei. Laufe ich richtig? Okay. Okay, okay, ich glaube, ich hab's. Soweit richtig gemacht. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Das ist da lang. Oder? Okay, ich kann es ab und zu mal unscharf stellen. Durch den Effekt würde ich es, glaube ich, sehen. Oder? Ich bin nicht ganz sicher. Die erschreckt mich jedes fucking Mal. Okay, ich glaube, ich muss drum, ich muss rechts vorbeilaufen, warten, bis an mir vorbeiläuft und dann bin ich safe. Au. Oh. Da ist es. Heilige Scheiße, das ist weird. Das sind zwei. Okay, okay. Ich weiß, der Effekt ist wahrscheinlich sehr unangenehm anzuschauen. Aber hey! Dann müsst ihr jetzt halt mal durch. Wo? Gibt's... Okay, es ist... Es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich nicht so fucking einfach. Weil es ist auch super langsam umzustellen. Es ist super präzise. Ihr seht vielleicht diesen kleinen Balken unten. Und der muss halt auch perfekt so ein paar Dingern draufstellen, damit ich überhaupt was sehe. Hier sehe ich das. Hier sehe ich das alles. Ich glaube, ich soll es so lassen. Ich weiß, es sieht sehr AIDS aus, aber ich glaube, so sehe ich halt die Viecher. Alle. Auf einmal. Oder? Nein, ich sehe sie nicht alle. Da sehe ich jetzt eins. Fuck, ist es schwer. Da ist einer. Sehe ich beide hier mit? Ich glaube nicht. In welche Richtung gehst du bitte nicht meine Richtung? Ich bin mir halt nicht mal sicher, in welche fucking Richtung das Vieh geht. Dann schau ich das mal an. Okay, da ist einer. Hi. Nein, 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 nein. Kann ich mich hier verstecken? Ich weiß nicht, wo ich bin.
geht nicht auf, willst mich verarschen. Okay, wo bin ich? Warum geht die Tür nicht auf? Das finde ich sehr doof. Okay. Nein, nein, nein. Nicht hier lang laufen, oder? Oh! Okay. 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 Ist das ein Checkpoint gewesen? Sag mir bitte, es war ein Checkpoint gewesen, wo ich war. Nein, es war kein Checkpoint. Oh, come on, fuck this. Kann ich hier fahren vorbei? Mittlerweile wegen. Oder war es doch ein Checkpoint? Nee, geht's nicht weiter, oder? Nope. Hier ist der ganze Scheiß im Weg. Okay, das ist doof. Das ist sehr doof, weil ich raff jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ich glaube hier lang. Das Problem ist, ich sehe super fucking wenig. Okay. Hier durch. Okay, auf der Frequenz hier hinten habe ich die irgendwo gesehen, ne? Ist es eigentlich nur ein Vieh hier? Ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Vieh. Durch, oder? Wo bin ich? Ich weiß, es ist ein Vieh. Oh mein Gott. Komm ich gerade vorbei? Wo laufe ich lang? Okay, hier ist ein Tür. Oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Ist es der Ausgang? Please? Hier ist ein Ende. Oh Gott, leck mich. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich muss in die richtige Frequenz finden, dann kann ich hier durch. Und nein. Nein, 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 nein. Ich. Nein. No. Oh. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, ich muss eine bestimmte Frequenz finden, um durchzukommen, aber das ist das Ende gewesen anscheinend. Ich weiß nicht, ob das ein Demo von dem Spiel ist. I don't know. Aber das war cool. Das war ziemlich cool, auch wenn es wirklich vielleicht ein bisschen zu heftig schwer war. Vielleicht sollten die nicht die Möglichkeit geben, auf 15.000 Frequenzen zu gehen, sondern vielleicht so drei oder vier verschiedene geben, auf die man draufjumpen kann, je nachdem sieht man was anderes. Weil so hat es teilweise auch echt lang gedauert, von der Frequenz ganz links zu der ganz rechts rüber zu switchen. Aber ich muss trotzdem sagen, war ein ziemlich cooles Spiel, auch wenn es wahrscheinlich sehr anstrengend anzuschauen ist, weil ich kriege bestimmt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber cool, coole Idee. Wie gesagt, wenn ihr mehr Indie-Horror-Ideen habt, schreibt auf jeden Fall unten rein. Ich habe jetzt viel nachzuholen, unter anderem war das einzige Spiel, das ich spielen wollte, weil ich die Idee hiervon ziemlich cool fand. Ich fand auch, es sieht grafisch sehr, sehr, sehr cool aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, Leute. Euer Crafted. Bye.